Herzlich willkommen zu Junges Netzwerk Kompakt. Mit dieser Reel-Serie möchten wir unser Publikum in Deutschland über die Lateinamerika-Aktivitäten der Stiftung Verbundenheit und ihrer Partner informieren. Mein Name ist Nico Veda und das ist in den letzten Wochen alles passiert. In Santa Cruz de la Sierra, Bolivien, fand die zweite Ausgabe der Veranstaltung Verbunden mit Deutschland statt. Bei dieser Informationsmesse ging es darum, die Angebote deutscher Institutionen und Austauschprogramme vor Ort kennenzulernen und mit ihnen direkt in den Kontakt zu treten. So waren das Goethe-Zentrum Santa Cruz, die deutsch-bolivianische Auslandshandelskammer, das deutsche Konsulat und die Organisation Youth for Understanding mit ihrer Expertise präsent und boten den aktiven Austausch mit den TeilnehmerInnen an. Fast 900 Kilometer westlich, in La Paz, wurde ein Projekte-Workshop durchgeführt. Maya Medina, die Koordinatorin des Jungen Netzwerkes in Bolivien, hat bei dieser Veranstaltung über die erfolgreiche Planung und Durchführung von Projekten gesprochen. Das Ziel war es, den Mitgliedern des Jungen Netzwerkes Orientierung bei der Projektplanung zu bieten und somit ihre aktive Teilhabe zu fördern. Die Stiftung Verbundenheit und das Junge Netzwerk besuchen aktuell deutsche Vereinigungen im Süden Argentiniens. So wurden Dr. Marco Just Quiles, Jan Wilms und Gabriel Podewils beispielsweise in den deutschen Verein der Stadt Comodoro Rivadavia an der argentinischen Atlantikküste eingeladen. Dort fand ein Austausch zu den jeweiligen Aktivitäten statt, die für dieses Jahr geplant sind. Auch die Vernetzung mit anderen deutschen Vereinen in der Region war Teil der produktiven Gespräche. Und das war erstmal alles. Zumindest bis zur nächsten Woche. Dann halte ich euch wieder auf dem Laufenden bei Junges Netzwerk Kompakt.